wollte heute Abend was erzählen, wie es eigentlich ist, über Beethoven zu schreiben. Denn ich habe ja ein Buch geschrieben über die 22 Bonner Beethoven-Jahre. Hier hinter mir sehen Sie ganz geschickt und diskret das Cover des Buches eingeblendet und wollte so ein bisschen einen Werkstattbericht Ihnen geben, wie sowas entsteht und warum. Ich habe hier mal aufgeschrieben, was Beethoven selber dazu gesagt hat, wenn Leute sich mit ihm befassen. Denn ihm war natürlich sehr bewusst zu seinem Lebensende hin, dass er Gegenstand von Biografien sein wird. Und es ist eine Bemerkung überliefert von ihm, dass zu vermuten sei, dass sich viele geschäftigen Federn auch nach seinem Hinscheiden beeilen würden, die Welt mit einer Unzahl von Anekdoten und Historien zu unterhalten, die aller Wahrheit ermangeln. Und hat dann gemahnt, sei aufrichtig in dem Wunsch, dass was man einstens über ihn sage, nach allen Beziehen hin der Strenge der Wahrheit getreu gesagt werde. Das kann man jetzt nicht über die gesamte Beethoven-Literatur sagen, dass das immer gestreng nach dem Prinzip der Wahrheit gegangen ist. Es sind viele Anekdötchen und Historien erzählt worden. Es grassiert auch sehr viel im Internet. Und als ich mich entschlossen habe, mich mit dem Thema intensiver zu befassen, habe ich mir natürlich vorgenommen, dass diese Mahnung von Beethoven ich mir sehr zu Herzen nehme und nur gesicherte Dinge über ihn auch zu Papier bringe. Warum habe ich das überhaupt gemacht? Mir ist aufgefallen schon lange, dass das Thema der 22 Beethoven-Jahre in Bonn in der Beethoven-Literatur praktisch keine Rolle spielt. In den üblichen Beethoven-Biografien ist es in der Einleitung, je nachdem, vielleicht mal 5 Seiten, vielleicht mal 8 Seiten, vielleicht mal 7 Seiten und wird generell vernachlässigt. Der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirates des Beethovenhauses, Professor Ulrich Konrad, der einzige Musikwissenschaftler, der den Leibniz-Preis mal bekommen hat, hat vor 5 Jahren bei einer Rede in Bonn darauf hingewiesen, dass er da ein großes Defizit sieht und aufgefordert, dass sich die Musikwissenschaft stärker mit dieser Zeit befasst und die Musiker stärker mit den Werken, die Beethoven in dieser Zeit geschrieben haben. Da ich in einem früheren Leben mal Musikwissenschaft und Politikwissenschaft studiert habe, habe ich mir das zu Herzen genommen und habe also vor 5 Jahren angefangen mit der Arbeit an diesem Buch. Und dabei sind das große und das kleine Beethoven-Buch rausgekommen. Das kleine ist sozusagen eine Zusammenfassung, leichter handelbar, auch mit einer englischen Übersetzung dabei. Und das große Beethoven-Buch sind dann 550 Seiten geworden. Das heißt, ich habe über diese 25 Jahre, über diese 22 Jahre von Beethoven in Bonn wesentlich mehr zusammentragen können, als ich selber überhaupt vermutet hatte. Wenn man sich dann die Frage stellt, sowas zu schreiben, eine solche Untersuchung zu machen, ist ja die erste Frage, wie macht man es überhaupt? Denn in der Beethoven-Literatur wird dieses Thema eben sehr vernachlässigt. Und dort, wo es behandelt wird, schreibt einer hemmungslos vom anderen ab. Auch bei sehr prominenten Biografen. Meistens ohne Kennzeichnung. Das heißt, es wird das Wenige, was sowieso behandelt wird, wird vom nächsten Biografen abgeschrieben, nochmal verkürzt. Und um der Gefahr zu entgehen, abzuschreiben, was andere geschrieben haben, habe ich mich entschlossen, dem Prinzip zu folgen, ad fontes, also zurück zu den Quellen. Das heißt, ich habe meiner Untersuchung nicht die Literatur zugrunde gelegt, die es in den letzten 200 Jahren über Beethoven gegeben hat, sondern Quellen, die selber etwas über die Zeit von Beethoven aussagen, sei es, weil sie da erschienen sind oder sei es, weil Zeitzeugen später was aufgeschrieben haben. Da gehören Zeitungen dazu, Musikzeitungen, die Zeitungen, die in Bonn erschienen sind oder auch an anderer Stelle erschienen sind. Dazu gehören Quellen dazu, wie beispielsweise der
kurkölnische Hofkalender, der jedes Jahr alle Angestellten im Hof auflistet, auch mit genauen Beschreibungen, was die Leute tun. Übrigens in diesem Hofkalender sind bei den, erst kommt die Geistlichkeit, aber bei den Laien kommen die Musiker vor allen anderen Berufsgruppen, also mit einem sehr hohen Sozialstatus. Und dann natürlich Briefe. Von Beethoven selbst gibt es aus dieser Bonner Zeit nur ganz wenige Briefe. Es gibt aber eine ganze Reihe von Briefen von Freunden von ihm, die sich über ihn austauschen. Und es gibt viele Briefe und Erzählungen von Leuten, die später sich an Beethoven und seine Bonner Zeit erinnert haben. Und damit Sie so einen Eindruck bekommen, wie wir bei dem Buch, was im Verlag Beethovenhaus erschienen ist, dann auch konkret vorgegangen sind. Wir haben dann die Zitate aus diesen Originalquellen auch im Text immer grafisch abgesetzt, also durch Rot, sodass man sehr genau vollziehen kann, was ist denn die Originalquelle. Und ich habe im Zweifelsfall lieber das Original sprechen lassen, zum Beispiel wie Bonn damals ausgesehen hat, lieber Reiseberichte von Menschen zitiert, die damals in Bonn waren, als soziologische Untersuchungen von Wissenschaftlern heute wie damals Bonn ausgesehen haben könnte. Das ist also ein durchgängiges Prinzip bei der Erarbeitung des Buches und auch natürlich mit vielen Bildern dann dabei, damit man sich zu den Leuten, um die es geht, zu den Personen auch einen optischen Eindruck verschaffen kann. Bei den Quellen selber gibt es ganz frühe Quellen schon, also vor allem von Schulkameraden, die das allerdings später aufgeschrieben haben, wie das bei Beethoven war als Kind, als er zur Schule gegangen ist. Und ich will aber drei besondere Quellen doch kurz erwähnen, weil die eine besondere Rolle spielen. Das ist zunächst mal die biografischen Notizen von Franz Gerhard Wegeler und Ferdinand Ries, die 1836 erschienen sind, dann 1845 anlässlich der Enthüllung des Beethoven-Denkmals in einer zweiten Auflage. Das ist deswegen bedeutend, weil Franz Gerhard Wegeler, 5 Jahre älter als Beethoven, ein ganz enger Freund von Beethoven war und ihn seit frühester Jugend an kannte, bis zu seinem Tod. Sie sehen es an dem Altersunterschied schon. Wegeler war auch der Erste, dem Beethoven in einem Brief von seiner beginnenden Ertaubung berichtet hat. Wegeler war selber Arzt gewesen, hat dann eine sehr bedeutende Rolle gespielt, im Prinzip der erste wirklich bedeutende Gynäkologe, Hebammenschulen gegründet und so weiter. War vor Beethoven in Wien, hat dort studiert, war dann kurz auch mit ihm in Wien gewesen, war dann in Bonn wieder zurückgekommen. Es gab eine lange Brieffreundschaft und er hat die wohl engste Jugendfreundin von Beethoven geheiratet, nämlich das Lorchen von Bräuning. Und Wegeler hat dann seine eigenen Erinnerungen aufgeschrieben und hat auch Briefe veröffentlicht, die Beethoven ihm geschrieben hat, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht gewesen sind. Und der andere, Ferdinand Ries, sozusagen eine Generation jünger, ist, Sie sehen es ja, 1784, war also 5, 6 Jahre alt, als Beethoven Bonn verlassen hat. Sein Vater, Anton Ries, war Musiker im Hoforchester, väterlicher Freund von Beethoven, Geigenlehrer. Und Ferdinand Ries kam dann später nach Wien und war in Wien Schüler von Beethoven, einer der ganz wenigen Schüler, die Beethoven hatte, und Assistent, kann man sagen, von Beethoven. War selber ein sehr bedeutender Komponist gewesen. Und Ferdinand Ries hat dann seine Erinnerungen auch aufgeschrieben. Das sind Erinnerungen, die beziehen sich vor allem auch das, was er in Wien erlebt hat mit Beethoven. Aber das sind auch eine ganze Reihe von Sachen dabei, die Beethoven ihm, dem Ferdinand Ries, über die Bonner Zeit erzählt hat. Diese biografischen Notizen von Wegeler und Ries gelten als die authentischste Quelle, neben einer Quelle, die sehr lange vernachlässigt worden ist, von dem gibt es gar kein Bild,
nämlich die Erinnerungen des Bäckermeisters Gottfried Fischer. Die Beethovens haben, schon der Großvater und der Vater und dann der heranwachsende Ludwig eben auch, sehr lange Zeit in der Rheingasse gewohnt, in einem Haus, was der Bäcker-Dynastie Fischer gehörte. Und diese Häuser haben der Bäcker-Dynastie über mehrere Generationen gehört. Und Gottfried Fischer war Sohn des Vermieters, deutlich jünger als Beethoven, und hatte eine Schwester, die war 10 Jahre älter als Beethoven, Cecilia Fischer. Und Gottfried Fischer hat um 1836, 37, 38 angefangen, seine Erinnerungen mit Hilfe seiner Schwester aufzuschreiben. Ganz modern, nämlich er hat geschrieben, wie man spricht, also ohne Punkt und Komma im Dialekt. Er hat das veröffentlicht dann im Zusammenhang mit der Denkmalenthüllung 1845, also relativ spät, nach Wegeler und Ries. Und ein Teil des Punktes war auch dabei, dass er nachweisen wollte, was Leute lange geglaubt haben, dass Beethoven in der Rheingasse geboren sei. Und diese Erinnerungen von Fischer sind lange nicht beachtet worden, nicht ernst genommen worden. Das hat sich in den letzten 30, 40 Jahren geändert. Und die sind auch eine sehr wichtige Quelle. Und der Erste, der diese Quelle eigentlich ernst genommen hat, ist Herr Seyer, auf den komme ich gleich. Das ist eine Ansicht derjenige, der die bis heute gültigste Beethoven-Biografie geschrieben hat. Das ist eigentlich bis heute das Standardwerk. Und wie kam das? Beethoven hatte in seinen letzten Jahren einen Assistenten namens Anton Schindler. Das ist ein Bild von Anton Schindler. Das, was man über ihn lesen kann, entspricht ziemlich dem Eindruck, den er auf diesem Bild vermittelt. Schindler ist nämlich sehr dafür kritisiert worden, dass er seine Rolle als Assistent von Beethoven sehr übersteigert hat, viele Dinge dann falsch dargestellt hat, auch Sachen manipuliert hat. Er hat auch war sehr beleidigt gewesen, dass beim ersten Beethovenfest Franz Liszt die Regie bekommen hat und nicht er, Anton Schindler selbst. Und Schindler hat 1845 eine Beethoven-Biografie veröffentlicht. Und diese Beethoven-Biografie, das erste Zitat, was ich Ihnen gezeigt habe, ist ja auch von Schindler überliefert, die viele indirekte Begebenheiten berichtet. Nicht so viel aus der Bonner Zeit, aber aus der Wiener Zeit. Diese Beethoven-Biografie ist dem Herrn Seyer in die Hände gefallen. Alexander Wheelock Seyer war Bibliothekar in Boston und hat als Bibliothekar dieses Buch von Schindler in die Hand bekommen, hatte bis dahin mit Beethoven gar nicht viel zu tun, sondern so eher oberflächlich, hat sich aber darüber geärgert, dass in dieser Biografie von Schindler so erkennbar viele Ungereimtheiten und Fehler drin sind. Und hat aus diesem Anlass begonnen, sich sozusagen als Hobbyforscher mit Beethoven zu befassen. Er wurde dann Diplomat. Und der liebe Gott hat dafür gesorgt, dass er Generalkonsul in Mailand wurde, also nach Europa kam. Und er hat dann diese Zeit als Generalkonsul in Mailand, da gab es offensichtlich diplomatisch nicht so viel zu tun, dazu genutzt, seine Beethoven-Forschungen sehr zu intensivieren und hat dann diese 5-bändige Beethoven-Biografie geschrieben, die sich dadurch auszeichnet, dass er noch mit vielen Zeitzeugen geredet hat, die Beethoven kannten und dann das aufgeschrieben hat, was die ihm erzählt haben. Gerade auch über die Bonner Zeit. Und er hat die ganzen Hofakten ausgewertet. Also nicht nur die Hofkalender, sondern alle möglichen Hofakten, teilweise Akten, die heute verschollen sind, und hat das alles dokumentiert. Und er war auch der Erste, der in seiner Biografie auszugsweise aus diesen Erinnerungen von dem Bäckermeister Fischer zitiert. Von den 5 Bänden, und auch das ist bis heute ganz bedeutend, hat sich ein Band nur der Bonner Zeit gewidmet. Also etwas, was die folgenden Biografen nie mehr in der Bedeutung gemacht haben. Dem Seyer war das sehr wichtig. Er ist dann bevor die beiden letzten Bände erscheinen konnten,
verstorben und die sind dann von den Musikwissenschaftlern Hermann Deiters und Riemann herausgegeben worden. Und deshalb läuft das in der Wissenschaft immer unter TDR, Sayer, Deiters, Riemann. Und diese fünf Bände sind also bis heute eigentlich die wichtigste Quelle für die wichtigste Biografie, abgesehen von den von Beethoven überlieferten Briefen oder Zeitzeugenberichten, die andere aufgeschrieben haben. Und das war also sozusagen die Grundlage, mit der ich gearbeitet habe. Als ich im letzten Jahrtausend studiert habe, hätte man zu diesen Arbeiten in 1000 Archive fahren müssen und sich in vielen Bibliotheken aufhalten müssen. Heute ist es so, dass die zeitgenössischen Quellen fast alle, ich würde mal sagen, zu 95% digital vorhanden sind. Also alle Zeitungen aus der Zeit. Briefe sind digitalisiert, eingescannt und so weiter, sodass das also das sehr vereinfacht. Und dann spielte eine weitere Quelle eine sehr wichtige Rolle, nämlich die Heimatforscher. Es gibt eine große Zahl von Hobbyforschern, Hobbygenealogen, Hobbyheimatforscher, die zu dem uns interessierten Thema sehr, sehr viel zusammengetragen haben, was bisher gar nicht wirklich systematisch ausgewertet worden ist. Ich sage Ihnen mal ein kleines Beispiel, was ich sogar jetzt nachdem mein Buch erschienen ist, noch herausgestellt hat. Einer der Beethoven-Lehrer in Bonn, der Musiklehrer, war Tobias Friedrich Pfeiffer, ein genialer Musiker, so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen. Der war nicht lang in Bonn. Und von dem war eigentlich bisher nur bekannt, wann er geboren ist und dass er irgendwo ist. Irgendwann ist er von der Bildfläche verschwunden. Er ist deswegen auch ganz interessant, weil Beethoven später in Wien mitbekommen hat, dass der Mann ganz verarmt in Düsseldorf war und ihm dann aus Wien noch Geld hat zukommen lassen. Also Beethoven hat die Leute, mit denen er in Bonn zu tun hatte, auch nicht vergessen. Und in meinem Buch steht also drin, dass das Todesdatum von Herrn Pfeiffer nicht zu ermitteln ist. Und dann meldete sich bei mir, nachdem das Buch erschienen ist, ein Herr Pfeiffer. Das heißt, ein Mann, der vermutet, dass er mit Friedrich Tobias Pfeiffer verwandt ist. Und der hat sich die Mühe gemacht, alle Kirchenbücher in Düsseldorf durchzugucken, um zu gucken, ob dort ein Todeseintrag von Pfeiffer vorhanden ist. Und er hat den tatsächlich gefunden. Und diese Art von Leuten, die sozusagen aus einem großen Interesse einer bestimmten Sache nachgehen, das spielt bei der Beethoven-Forschung doch eine relativ große Rolle. Bei der Genealogie zum Beispiel spielt das eine große Rolle. Da gibt es ganz unterschiedliche Leute, die also sich mit der Familie Beethoven und den Vorfahren befasst haben und die da viel zusammengetragen haben. Das ist eine wichtige Quelle gewesen, auch mit den Leuten Kontakt aufzunehmen und deren Ergebnisse mit einzubeziehen. Zum Beispiel auch bei der Frage, dass die Wurzeln für die Ode an die Freude nachweisbar in Bonn sind. Ich habe ein ganz eigenes Kapitel dazu. Da spielt die Neuwieder Freimaurerzeitung eine große Rolle, die eigentlich bis dahin weitgehend unbeachtet geblieben ist. Und die ist auch gefunden worden und dann auch archivalisch aufgearbeitet worden, weil es Heimatforscher gab, die sich diesem Thema gewidmet haben und die dann irgendwo auch tatsächlich Ausgaben dieser Zeitung, die 2 Jahre lang erschienen ist, gefunden haben. Also das ist ein weiteres sehr wichtiges, eine weitere sehr wichtige Quelle gewesen, was ich am Anfang gar nicht so eingeschätzt hätte. Aber da gibt es schon sehr viele sehr interessante Leute, die da sehr Interessantes zusammengetragen haben. Ja, und mit diesem ganzen Material, was ich auch ständig erweitert hat, immer wieder neue Hinweise, neue Entdeckungen, war ja dann die Frage, wie arbeite ich das denn jetzt eigentlich alles auf? Was gebe ich dem für eine Struktur? Man kann ja solches Material immer ganz chronologisch machen, wird aber dem Thema aus meiner Sicht nicht wirklich gerecht. Ich habe mir also eine inhaltliche Struktur
dann überlegt, die im Prinzip aus zwei großen Teilen besteht. Das eine ist, ich sage mal, Beethovens Bildung zur Persönlichkeit. Also was hat er in Bonn erfahren? Stichwort Aufklärung und so weiter und so fort. Was hat er in Bonn erfahren, was ihn als Persönlichkeit geprägt hat? Und das zweite ist der Musiker Beethoven. Sowohl seine Ausbildung als auch Beethoven als aktiver Musiker, das heißt Pianist, Orchestermusiker, als auch Beethoven als Bonner Komponist. Beethoven hat in Bonn eine ganze Reihe von Werken komponiert, die erst in Wien veröffentlicht worden sind. Ich sage mal ein Beispiel, das zweite Klavierkonzert, ist chronologisch das erste, ist praktisch vollständig in Bonn komponiert worden. Das weiß bloß keiner. Und mich ärgert es immer, wenn dieses Konzert in Berlin in Bonn aufgeführt wird, wenn in den Programmheften kein Hinweis darauf ist. Also der Komponist Beethoven war viel wichtiger in der Bonner Zeit, als man das so gemeinhin vermutet. Er ist eben nicht nach Wien gekommen und ist dort wie eine Larve geschlüpft und wurde zum Schmetterling, so hat es der Ulrich Conrad mal ausgedrückt, sondern er kam als sehr profilierter und bekannter Pianist nach Wien. Und er kam als Komponist nach Wien, dessen Kompositionen in Bonner Kompositionen in Wien schon verkauft worden sind, bevor Beethoven überhaupt dorthin gezogen ist. Und da gibt es also viele Dinge zu entdecken. Und ich habe dann, der Zufall wollte es, dass dann 9 Kapitel rauskamen. Und ich habe diese Kapitel dann noch sozusagen eingerahmt mit 2 Kapiteln, nämlich Beethovens Bonn. Also wie sah eigentlich Beethoven damals, wie sah eigentlich Bonn aus damals, als Beethoven hier gelebt hat? Was war das für eine Stadt? Wie war die Sozialstruktur? Da spielten Musikerfamilien eine sehr große Rolle. Was spielten die Kurfürsten für eine Rolle? Und so weiter und so fort. Und das Abschlusskapitel, was ein eher trauriges Kapitel ist, Bonns Beethoven. Wie ist eigentlich Bonn mit Beethoven umgegangen, nachdem er Bonn verlassen hat? Er wollte ja eigentlich wieder zurück. Er wollte wieder Großvater Hofkapellmeister werden. Und das ist ein eher trauriges Kapitel, weil da sich die Frage von Ignorieren bis hin zu ist alles unwichtig, was mit Beethoven zu tun hat, als das Beethoven-Haus abgerissen werden sollte und es dann ein Stadtverordneter eine Diskussion entfacht hat, hat der damalige Oberbürgermeister gesagt, es sei schlimm mit Beethoven, der sei so lange tot und würde immer noch Probleme machen. Und das ist eine Grundhaltung, die es leider im offiziellen Bonn in Verwaltung und um Rat eine lange Kontinuität hat. Und das, was in Bonn zu Beethoven gemacht worden ist, Denkmal, Beethovenhaus, Beethovenfest, ist eigentlich alles auf bürgerschaftliche Initiative zurückzuführen. Das entspricht dem Geist von Beethoven, ist aber jetzt eher ein trauriges Kapitel, wenn man das mal so hintereinander auflistet von der Wahrnahme, dass er gestorben ist, die den Bonner Zeitungen mit großem Zeitverzug gerade mal 2 Zeilen wert gewesen ist, bis hin zu der Diskussion, die viele von uns ja erlebt haben, um die Frage, ob die Beethovenstadt eigentlich einen ordentlichen Konzertsaal bekommt oder nicht. Und die Hoffnung ist ein bisschen, dass das Beethoven-Jubiläum doch das Bewusstsein ein Stück weit verändert und die Leute sich mehr dafür interessieren, was verbindet eigentlich Beethoven in Bonn und was hat eigentlich diese 22 Jahre ausgemacht in der Zeit, die Zeit, die Beethoven hier verbracht hat. Die Kenntnis darüber zu verbreitern, das Interesse daran zu wecken, war das Motiv, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Und freue mich sehr, dass das Beethoven-Haus, der Verlag des Beethoven-Hauses, sich bereit erklärt hat, das zu verlegen. Und es ist dann mit etwas Verzögerung erschienen, gerade rechtzeitig zum 250. Tauftag. Und wie mir die Leiterin des Shops im Beethovenhaus die Tage noch gesagt hat, es sei der absolute Verkaufshit, was natürlich einen Autor besonders freut. Und ich wollte diesen Beethoven-Talk auch ein bisschen heute Abend, die folgenden Abende machen, um ein bisschen über diese Zeit zu erzählen. Und mein Vorhaben ist eigentlich, an jedem Abend mal eins dieser Kapitel ein bisschen
zu beleuchten und so ein paar Informationen überzubringen. Wie war das mit der Familie Beethoven? Wo kam die her? Oder wie sah Beethoven eigentlich damals aus? Und das können wir dann sehen, wie sich das im Laufe der Zeit so entwickelt. Das ist das, was ich Ihnen heute Abend so zur Einführung erzählen wollte.